Heute machen wir Kokosmakronen. Dazu brauchen wir Eiweiß, Kokosflocken, Zucker, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker. Als erstes wird das Eiweiß mit einer Prise Salz für 4 Minuten auf Stufe 4 verrührt. Aber vorher müssen wir den Rühreinsatz noch einsetzen. So, jetzt werde ich erstmal den Rühreiaufsatz noch entfernen. Etwas runter, dann geben wir den Zucker und Vanillezucker dazu und dann 20 Sekunden auf Stufe 4 unterrühren. So, jetzt werden die Kokosflocken noch hinzugegeben und dann nochmal 20 Sekunden auf Stufe 4. So, der Teig ist jetzt fertig. Und jetzt werde ich da mit Hilfe von 2 Teelöffeln werde ich jetzt auf die Backoplatten setzen und auf dem Backpapier, auf dem Backblech. Und das ist unser Hund, der bellt jetzt, weil draußen ein anderer Hund ist. So, ich setze jetzt alles drauf und wenn ich fertig bin, dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt den kompletten Teig aufgebraucht und habe daraus jetzt 35 Makronen bekommen. Ich werde die jetzt nach und nach im Ofen, im heißen, vorgeheizten Ofen bei 150 Grad Umluft für ca. 20 Minuten backen. Und wir sehen uns dann gleich, wenn die fertig sind. So, die Kokosmakronen waren jetzt bei mir 18 Minuten im Backofen. Ich habe sie auskühlen gelassen und werde sie jetzt gleich dann verpacken. Sollte es euch Spaß gemacht haben, dann Daumen hoch und abonnieren. Bis dann. Tschüss.